Moin 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 aus Hamburg, Cody the Finisher mit einem neuen Video auf meinem Kanal und wie ihr schon im Hintergrund seht, Foodchamp ins Woche 4. Ja, ich habe 37 Siege geschafft, das bedeutet, dass ich mich leider nicht für Paris qualifiziert habe, aber ich bin trotzdem sehr sehr stolz auf die Leistung und ich hoffe, ihr werdet mich im Januar dann weiter supporten, dass wir es vielleicht schaffen nach Paris oder nach Madrid, mal schauen, wo der zweite Monat dann ist. Und ja, was mich sehr gewundert hatte, ihr wisst ja, dass ich eine 32er Woche hatte und es trotzdem dann 28. monatlich geschafft habe. Das heißt, dass ich Fünfter Deutschlands und ja, mit einer 32er Woche, also das hat mich sehr sehr erschrocken. Also ich war eigentlich ziemlich konsistent bis halt auf die 32er Woche. Es haben mir am Ende dann 5 Siege gefehlt zu der Top 12 und Top 12 bedeutet ja Qualifikation für Paris. Dementsprechend bin ich natürlich ein bisschen enttäuscht, aber auch wiederum stolz, dass ich es trotzdem dann noch für den 28. Platz gereicht hat, was mir leider nichts bringt, aber es macht mir auf jeden Fall Mut für den Januar und ich hoffe, ihr supportet mich weiter, es würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen und ich gebe auf jeden Fall nicht auf. Die Chance war da, diesen Monat es zu schaffen, aber ja, ich kann es jetzt nicht mehr ändern und die 32er Woche hat einfach versaut und im Hintergrund seht ihr gerade Ronaldo in Form, Suarez, Rolid, Modric, Sanchez und die ganzen Attributenkarten. Also wo ich das gesehen habe, dachte ich mir auch, okay. Naja, auf jeden Fall hoffe ich, wie gesagt, dass ihr mich weiter unterstützt und mich haben auch viele angeschrieben, also wenn ich schon gerade dabei bin, mich haben auch viele angeschrieben, dass ich mal ein Match gegen Pronouns machen soll, welches ich auch gemacht habe. Ich schicke euch den Link mal oder am besten Pronouns, ihr kommt ja. Ihr kennt ja alle Pronouns. Geht einfach mal auf seinen Kanal und dann schaut mal seinen Livestream an. Da habe ich nämlich gegen ihn gespielt und es hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Das war mein zweites Game gegen Danny. Und ja, back to topic hier zu Food Champions. Hier seht ihr das Tor übrigens mit Pogba. Das fand ich sehr, sehr schön. Deswegen habe ich den Torjubel ein bisschen verschönert. Ja, das kam mir einfach im Sinn und ich hatte Bock drauf dementsprechend. Wenn ihr noch weitere Fragen habt zu Food Champions, dann schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, ihr begleitet mich auf dem Weg. Was kann ich sonst noch sagen? Das Squadbuilder-Video kommt morgen. Ich habe die Votes schon fertig. Und wenn ihr aber natürlich was an den Votes verändern wollt, dann macht's jetzt. Weil ich dann morgen auch produzieren will. Und jo. Sonst war es eigentlich das von dem Video hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. 37 Siege diese Woche. Und hoffentlich, ich glaube, das habe ich vergessen zu sagen, im Dezember gibt es keine Qualifikation. Also ich werde Videos bringen natürlich über Food Champions und aber wie gesagt, keine Qualifikation für Paris oder sonstiges. Dementsprechend ist Dezember nur ein Practice-Monat, was aber auch gut ist. Ich werde trotzdem Content über Food Champions bringen und sagt mir mal in den Kommentaren, ob es euch besser gefällt, wenn ich so rede und ein bisschen über das Gameplay laber, was ich jetzt natürlich nicht gemacht habe, sondern ein bisschen mehr mit euch. Und das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, weil manche haben gesagt, es ist besser mit Musik. Der Kollege quittet hier bei 1-0. Ist es besser mit Musik oder ist es besser mit Commentary? Und hier mache ich mal einen Commentary, aber ich gehe natürlich gerade nicht so wirklich aufs Gameplay ein. Jo, schreibt es mir einfach in die Kommentare, würde mich sehr, sehr freuen und ja, hier das Tor. Also ich bin ganz ehrlich mit euch, Jungs, das war nicht geplant. Also ich könnte natürlich hier richtig cool sein und sagen, ja, Jungs, schaut mal her. Oh mein Gott, also es war reiner Zufall. Ich glaube, ich habe aus Versehen auf L2 gedrückt, aber naja, was soll's. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat und vor allem lasst ein Like da, wenn ihr denkt, dass ich mich im Januar qualifizieren werde. Ich hoffe, ihr bleibt dabei und unterstützt mich. Und Glückwunsch an Tim Latka, der einzige Deutsche, der es gemacht hat. Und ja, wenigstens ein Deutscher, der es in die Top 12 geschafft hat. Mein Glückwunsch. Und das war's, euer Cody der Finisher. Ciao.